direkt aus dem Seeparksaal Zaubern am Bodensee bieten wir Ihnen in der nächsten anderthalb Stunde musikalische Unterhaltung im Volkston. Sie werden erwartet von 220 Mitwirkenden und dem Wiesel Gier. Ich hoffe, es heißt für alle Glatz und Freude dabei. Für euer Team und auch gerade für Sie. Ja, Sie in unserer Gala für Stadt und Land. Da werden wir es alle miteinander für 90 Minuten gute Urche glücklich haben. Es geht schon los, wir fangen an. Und zwar das Mal mit der Kapelle Toggenburger Buben aus Brunadre und dem Schottisch auf der Fohlen Weide von Toni Nauer. Thank you.
Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist die Höflermusik vom Rorschacher Berg. Also Musikanten, die ganz in der Nähe von unserem heutigen Übertragungsort von Arbon wohnen. Das Musikli ist im 27 gegründet worden und als Spezialität spielen die Musikantinnen und Musikanten alle ihre Darbietungen auswendig. Der Hauskomponist von dem Musikli, der Gerhard Leonhard, hat den Toni Renn-Marsch komponiert, den wir gehört haben. Und der Toni Renn, das ist der Bassbläser von der Höflermusik. Und ich glaube, Sie werden das mit einem Applaus quittieren, wenn ich Ihnen verrate, dass der Mann seit über 60 Jahren aktiver Musikant ist. Blasmusikkenner unter Ihnen werden sich gefragt haben, warum die Kleinformation gerade zwei Bassbläser hat. Das ist wegen dem, weil der Toni Renn jetzt doch nicht mehr der Jüngste ist und nahtis nah etwa seinen Platz in einem Jüngeren übergeben. Wir werden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt nicht mehr länger auf Folter spannen und Ihnen gerade sagen, wie unser letzter Titelwettbewerb ausgegangen ist. Sie können sich erinnern, die Mulörgler vom Zürichsee haben ein Wälzerli gespielt von Fritz Habegger und wir haben Sie gebeten, uns Vorschläge zu machen für einen passenden, für einen Treffen, für einen originellen Titel. Es sind wieder Tausende von Karten gekommen. Die Jury hat viel Arbeit gehabt. Es hat natürlich Vorschläge gehabt, die vielleicht nicht gerade passen für ein Mulörgli-Stück, wenn es heisst mit Pauken und Trompeten oder flinken Fingern oder so. Es hat auch Titel gegeben, die zu lang sind, hin und her. Durauf, durab, gibt die schönsten Tönli her und so. Das ist vielleicht nicht gerade etwas, was das Beste ist. Aber schließlich hat man sich dann doch für eine Lösung entschlossen, für einen Titel und für einen Gewinner entschlossen. Vor allem der Komponist. Ihm hat halt der Titel sehr gut gefallen, den Sie, Walter Erne, eingeschickt haben. Ich gratuliere Ihnen, dass Sie gewonnen haben. Ich darf Ihnen auch gerade am Anfang Blumen geben, damit ich es nicht wieder vergesse. Ich gratuliere Ihnen. Sie werden also die Mulörgler einmal einladen dürfen. Wir werden es zahlen. Sie werden dann und dort spielen, was Ihnen am besten passt. Haben Sie sich schon überlegt, wo das etwa sein könnte? Nein, bis jetzt noch nicht. Entweder muss ich noch mal heiraten, jetzt muss ich eine Musik haben, oder? Aber ich muss eine Frau suchen, oder? Sie haben ein Kühli im Ohr. Sind Sie ein Appenzeller? Nein, wir sind oben Toggenburger vom Pendel oben runter. Aber ich wohne schon 25 Jahre in St. Gallen aus. Was arbeiten Sie? Ich bin Buschauffeur zu Gossau. Tun Sie beim Busfahren sich die Einfälle geben, dass Sie an so Wettbewerb teilnehmen? Also jetzt gerade der Titel, den Sie da gegeben haben, ist der Sinn beim Busfahren in den Sinn gekommen? Nein, selbst nicht. Ich habe die Sendung angeschaut und dann, wo die Musikanten hier auf die Bühne, also das Bild kamen, habe ich so für mich gedacht, mal die haben jetzt so eine meidige Rümpfe in der Hose, oder? Die sind noch nicht alle gestanden, oder? Und dann habe ich so, ja, die Sendung wie fertig geschaut und nachher denke ich am Schluss noch, ja, Rümpfe in der Hose, da könnte man dann auch noch Karten schreiben, da wäre jetzt noch etwas, oder? Und da bin ich mir jetzt gerade zugeschlagen, oder? Rümpfe in der Hose, das ist der Titel, der schliesslich oben ausgeschwungen hat. Und wenn wir also zurückschauen auf die letzte Sendung, wir haben hier ein Bild, ist wirklich nicht gerade ein schönes Schauen gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frauen von diesen Mulörglern auch ein bisschen protestiert haben. Auf jeden Fall haben sie, bevor die Jurierung war, haben sie neue Hosen gekauft. Und mit frisch gebügelten Falten spielen sie uns jetzt die Walzermelodie von Fritz Habegger. Rümpf in der Hose. Thank you.
dem Baselbieter Ländlergrossformation ein Polka vom und mit dem Urs Mangold gespielt hat, haben wir jetzt einem Alphorn-Duo zuhören, nämlich den Kundri und dem Hans Niederhauser. Aus woher? Frutwilen, das ist am Untersee. Im Kanton Thurgau, man sieht den Tracht an. Herr Niederhauser, was haben Sie für einen Beruf? Ich bin Maler. Und zwar ist der Herr Niederhauser nicht Maler, der Wände und Decken anstreichen, sondern er ist Kunstmaler, ein sehr profilierter Kunstmaler sogar, den man weit umeinander kennt. Es gibt zum Beispiel ein Buch mit 70 Ölgemälden von ihm drin. Er ist ein bekannter Mann auf seinem Gebiet und tut daneben, wie wir gehört haben, Alpenblasen. Und Sie sind Ehe- und Hausfrau, nehme ich an. Ja, da bin ich auch. Aber ich habe den gleichen Beruf wie mein Mann und wir stellen da meistens miteinander aus. Also ein Künstler-Ehepaar, das tut auch Alpenblasen. Und jetzt kommt das Überraschende, Sie gehen nicht nur mit Pinsel und mit Paletten umgehen, sondern bauen Ihre Alphörner selber. Wenn ich Ihre Alphörner anschaue, dann fällt mir etwas auf, Sie bemalen sie auch selber, bemalen, dass vorne auf dem Becher nicht irgendwie Edelweiss oder Enzian oder so etwas drauf gemalt ist, sondern Sie haben Böllen drauf gemalt. Wie sind Sie jetzt gerade auf Böllen gekommen, Herr Niederhauser? Ja, Böllen. Ich habe mal ein B-Horn gebaut. Dann ich denke, B wie Böllen. Dann habe ich Böllen drauf gemalt und das hat mir gut gefallen. Das sind natürliche Farben. Und von dort weg habe ich auf alle Hörner Böllen und Knoblauch als Symbol. Symbol für Kraft und neues Leben. Habe ich das drauf gemalt. Und das ist wie so ein Markenzeichen. Sie sind also Knollen verwurzelt, erdverbunden. Und gleich haben Sie aber moderne Hörner gebaut. Ja, das muss sein. Wir gehen ja auch an die Jodlerfest und dann stellt man sich den Jury oder den Kampfrichter und da müssen sie schon stimmen. Aber ich glaube, daneben haben sie noch andere Modelle sich einfallen. Ja, dann gehe ich in den Berg malen und dann kommt es vor, dass ich halt doch mehr mit krummen Tändchen heimkomme wie mit Bildern. Und dann mache ich so Hirtenhörner, ganz für uns. Zwei dieser Instrumente stehen für uns zu. Woher sind jetzt zum Beispiel die da? Die sind von der Alp, vom Urner Boden, haben wir die gefunden. Und nachher haben sie es zu Alphörner, zu Naturhörner verarbeitet. Da kann man drauf spielen. Dürfen wir ein Stück hören? Ganz sicher. Es sind nicht alle Töne drauf, aber wir haben ein Stück geschrieben, dass es stimmt. Sie sagen, wir haben ein Stück geschrieben und meinen damit sich selber. Der Hans Niederhauser hat nämlich das Stück, das wir jetzt geniessen dürfen, sich selber einfallen lassen. Aber er hat dafür noch keinen Titel und darum wollen wir gerade den Titelwettbewerb mit dem Alphorn-Vortrag verbinden. Wenn Sie also für das, was Sie jetzt ins Gehören bekommen, einen passenden, einen treffenden, einen originellen Titel haben, dann schicken Sie uns Ihre Lösung, Ihren Vorschlag zuschicken. Machen Sie das bitte nicht mit einem Brief, sondern auf einer Karte. Schreiben Sie deutlich Ihren Vorschlag, deutlich Ihren Namen, Ihre vollständige Adresse und schicken Sie bis Mitte Monat Ihren Vorschlag an die Adresse, die jetzt eingeblendet wird, nämlich Schweizer Fernsehen, Gala für Stadt und Land, Titelwettbewerb, Postfach und 8099 Zürich. Wie Sie inzwischen wissen, ist der Hauptpreis der, dass dann die beiden Alphornbläser Ihnen spielen können. Dem Gewinner können wir spielen, dort und dann, wenn es ihm am meisten Freude macht. Und daneben gibt es noch ein paar Trostpreise, die dann eingeblendet werden, wie vorhin bei den Mullörgler, und wo dann die 7 Gewinner je einen Tonträger bekommen von dem Alphornbläser-Duo. Gewinner und Rangliste werden bekannt gegeben in der nächsten Gala für Stadt und Land am 4. April. Die wird direkt übertragen aus Chur. Und da kann ich den Ländlermusikfreunden jetzt schon ein Vorauszückerli geben. Es werden dann 18 Bündner Kapellen mitmachen. Damit wir aber auch heute Bündner Klänge anhören können, sind dann gerade deine Ländlerfreunde zu uns gekommen. Und sie werden nachher einen Schottisch spielen von Arno Gavlisch, den Nussknacker. Zuerst aber jetzt Kundri und Hans Niederhauser mit ihren Naturhörnern. Thank you.
Dieser Weg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen jedes Jahr am Samstag vor den Ufer die Bandtagsschützen vom Basel-Landschaftlichen Sissach her. Voraus der Fahnenträger, flankiert von den Trachtenmeidli, hinten dran Trommler und Pfeifer und dann die Schützen und hinten dran in Wirklichkeit noch die Bevölkerung, die den Gemeinsumgang macht. Aber wir wollen Ihnen ja nicht ein Brauchtum zeigen, sondern wieder Musik bieten, und zwar mit der Baselbieter Ländler Grossformation. Wir hören den Leckerli-Trabant, das ist ein Schottisch von Urs Mangold. Und da darf man vielleicht noch sagen, dass alle die Musikantinnen und Musikanten das Hörgeln und das Tüdeln und das Bassgeigen bei ihm gelehrt haben. Und bei diesem Stück, da wird nicht nur musiziert, sondern auch geschossen. Wir sind hier am Bodensee, hart an den deutschen Grenzen. Und es ist klar, dass wir auch ein bisschen über die Grenzen ausschauen, musikalisch. Und darum haben wir für die heutige Sendung Tschuppele bayerische, oberbayerische Interpreten eingeladen. Und zwar nicht kommerzielle und geschnigelte Profi, sondern Musikanten, die echte, authentische, traditionelle Volksmusik machen und so ein Kulturgut von ihrer Heimat weitergeben. Also nicht Pseudo-Folklore, sondern echte Volksmusik. Und die ersten vier Musikanten, das sind Wettersta Musi. Sie spielen uns einen bayerischen. Thank you.
Desturländler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es gespielt worden von der Gerstreit Musi, eine Formation, die seit etwa 20 Jahren miteinander musizieren. Und seit dem 78 ist der Hermann Huber dabei. Der Hermann Huber war Weltmeister in den diatonischen Handorgeln. Wann war das? 1988. Sie haben jetzt auch ein diatonisches Instrument auf den Knien, oder? Ja, also eine diatonische Harmonika. Wir nennen die steirische oder böhmische Harmonika. Ist die noch stark verbreitet, auch in Bayern? In Bayern ist sie sehr stark verbreitet. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir auch großen Nachwuchs. Da haben wir heute einen mitgebracht, und zwar den Florian Silbereisen aus Passau. Der Florian Silbereisen ist 9-jährig. Und ich glaube, es ist schon etwas für so einen Knirps, wenn er Mausbein allein vor einem kritischen Publikum steht, vor Kamera und Mikrofon. Und darum schlage ich vor, wir leiten seinen Vortrag ein mit einem aufrichtigen Aufmunterungsapplaus.
Die Wettersturmmusikanten haben sie jetzt den Mittenwaldner Zitterenländer gespielt. Manfred Wörnle, sie haben das mal nicht Ziehharmonika gespielt, sondern haben Zitteren gespielt. Sie sind also ein Vollblutmusikant. Etwas würde mich interessieren, sie stehen mit beiden Beinen in der klingenden Folklore. Wie ist das in Deutschland? Ich nehme an, es gibt dort auch zwei Stilrichtungen, die volkstümliche Unterhaltungsmusik und die echte klingende Folklore. Wie ist das bei Ihnen? Das ist sicher bei uns ganz genauso wie hier in der Schweiz, wo der Tourismus Fuß gefasst hat, sind Leute da, die die Touristen unterhalten. Die geben sich mit den Touristen ab. Wir machen unsere Musik, unsere authentische Volksmusik eigentlich nur für uns. Wenn wir damit anderen Leuten eine Freude machen können, freut es uns umso mehr. Sind Sie dann irgendwie auf die Profi-Interpreten neidisch, wegen dem Erfolg, wegen dem Geld? Weder auf das Geld noch auf den Erfolg. Ich glaube fast, dass die Profis ab und zu uns neidig sein könnten oder müssten, weil wir spielen, wo wir wollen und die spielen, wo sie müssen. Sie haben, als wir Sie für diese Sendung engagiert haben, gewisse Vorbehalte gemacht. Sie waren sehr, sehr misstrauisch der Sendung und mir gegenüber. Hatten Sie da Ihre Gründe? Ich glaube auch, dass die authentische Volksmusik, die altüberlieferte Volksmusik, die in Jahrhunderten gewachsen ist, zu schade ist, ein Rahmenprogramm für irgendeine seichte Unterhaltungssendung zu machen. Und wir haben uns überzeugen können, dass Ihre Sendung keine seichte Unterhaltungssendung ist. Sie haben bis jetzt uns ausschließlich instrumentale Musik geboten aus Ihrer Region. Existiert dann keine Gesangskunst auf volkstümlicher Ebene? Wir sind in Bayern in der glücklichen Lage, dass wir eine sehr gesunde Struktur haben, was Volksmusik und Volkslied anbelangt. Wir haben sehr, sehr gute Gesangsgruppen. Eine der besten Gruppen sind der Röpfel Dreigesang. Die haben wir heute dabei. Das ist der Leonhard Röpfel mit seiner Schwester Marianne und deren Tochter Marlene. Der Dreigesang von Röpfels kommt jetzt gerade her. Ich darf vielleicht Herrn Röpfel zuerst fragen, wie lange singt man in Ihrer Familie schon? Insgesamt singen wir gute 30 Jahre. Und ja, allerdings in der Besetzung sind wir erst 6 Jahre zusammen, das ist mit meiner Nichte. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein unheimlich großes Repertoire an Liedern haben. In der langen Zeit, da sammeln Sie natürlich was an. Wir haben es nicht Zeit, aber 100 Titel, die wir nicht langen. Und was haben Sie für uns heute bereit gemacht? Ja, aus der steirischen Liedersammlung von Konrad Mautner, Ei du falscher Kuckuck. Und wir freuen uns drauf. Reißt ma alle Welt aus dem Bad und verführst mich bald. Schreist ma alle Welt aus dem Bad und verführst mich bald. Beim Aufstehen sind sie geschwiegen, ja.
von einem frischen Urkind. Hol auch der Reihe hoch und ja, die Hälfte von unserer Sendung ist vorbei und auch die Hälfte vom Februar ist vorbei. Und darum ist die Einsendezeit, die ich Ihnen angern für unseren Titelwettbewerb, natürlich falsch gewesen. Sie können Ihre Vorschläge und Ihre Anregungen für einen Titel für das Alphornstück selbstverständlich einschicken bis Ende Monat. Bis jetzt haben wir Musikanten gehört aus der Schweiz, wir haben Musikanten gehört aus Oberbayern, aus Deutschland. Jetzt hören wir eine Formation, wo sich die beiden Nationen zusammenfinden. Wir hören Swiss German Dixie Corporation, eine Formation, die hier im Bodenseeraum sehr, sehr populär ist, seit 12 Jahren zusammenspielt und schon ein paar Mal auch in New Orleans gastiert hat. Ja, die Musiker sind sogar Ehrenbürger geworden von der amerikanischen Jazzmetropole. Und an New Orleans erinnert auch der erste Titel, Bourbon Street Parade. We'll be right back.
Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war also Swiss German Dixie Corporation. Und sie wird nachher noch mal ein Stückchen spielen. Aber vorher werden wir Ihnen zwei ganz besondere klingende Delikatessen offerieren. Wir hören noch mal die Engadiner Ländlerfreunde, das mal allerdings nicht mit einem Bündner Ländlerstück, sondern mit dem Gückelwalzer. Und da wird dann der Dominik Janett als Saxophonist brillieren. Der Dominik Janett hat auch zusammen mit dem Peter Hochreutener, das ist der Leiter von der Höfler-Musik, das Popperi arrangiert, wo wir jetzt anhören dürfen. Thank you.
German Dixie Corporation hat nochmal all diesen Fanfreude gemacht, die vielleicht lieber ein bisschen Lautes, Schrilles, Rhythmische haben. Aber jetzt sollen wieder die auf die Rechnung kommen, die es gerne still, die es gerne leislich, die es gerne gemütlich, die es gerne zart beseitet haben. Apropos beseitet, wir werden jetzt eine reine Saitenmusik dürfen geniessen. Es sind Geschwister die Wackersberger, sie kommen von Rottach-Egern am Tegernsee. Seit Generationen wird in dieser Familie musiziert. Und die fünf Geschwister, die echte, wirkliche Geschwister sind, die haben seit 20 Jahren miteinander Musik machen. Liebe Musik, Musik, die einem in den Arm nimmt. Und das lässt sich auch vom Amalia-Polka sagen, wo wir jetzt anhören dürfen. Mitspielen tut auch der Sepp Wackersberger. Er hat ein ganz altes Instrument auf den Knien, nämlich eine Schossgeige. Thank you.
Der Rehtalermarsch ist gespielt worden von der oberbayerischen Klarinettenmusi. Geschrieben hat der Georg Schwenke. Er ist nicht nur Klarinettist und Komponist, sondern auch ein vorzüglicher Ocarina-Spieler. Und er wird jetzt sein Können zeigen, zusammen mit seiner Frau, der Inge Schwenke, spielt der virtuose Lerchen-Polka. Und dreimal dürfen Sie raten, von wem das ist. Natürlich auch wieder vom Georg Schwenke. Altbach-Bayerisch ist es gespielt worden von der Geschwister die Wackernagel. Und jetzt steht wieder so ein bayerischer Bursch neben mir zu. Er tut nicht etwa Fischen mit der Angelrute, sondern er hat Geißeln in der Hand. Er ist ein sogenannter Guassl-Schnalzer. Was ist das für eine Gruppe? Wir sind die Rotenhaar Guassl-Schnalzer aus Oberbayern. Und haben Sie einen gewissen Tag im Jahr, wo Sie ein Brauchtum pflegen? Nein, das wird das ganze Jahr über gemacht und das hat eigentlich eine alte Tradition. Das hat in Verbindung mit Pferden und mit Fuhrwerkern
als Signalzeichen ist das. Und haben Sie jetzt noch mit Pferden zu tun? Ja, die meisten von uns haben Pferde und spannen die auch ein. Da wird die Peitsche auch benutzt. Das Peitschenknallen, das Gosselschnalzen, wenn ihr sagt, das werden wir jetzt nicht hören im Zusammenhang mit Pferdegetrampel und mit Rossgewirr, sondern mit Musik. Thank you.
Bedetes Herzwasser, so hat der Ländler geheissen vom Walti Betschert, wo uns Toggenburger Buben aus Brunnadern in Toggenburg gespielt haben. Wir haben also Ostschweizer Musikanten gehört und mit Ostschweizer Kost wollen wir unsere heutige Sendung aufhören. Wir sind ja auch in Arbon in der Ostschweiz zu Gast. Jetzt darf ich Ihnen eine Formation vorstellen, die noch nie auf dem Bildschirm zu sehen war, nämlich die Appenzeller Mädelstreichmusik aus Wiesbaden. Eigentlich ist es nicht eine Streichmusik, gell? Nein, die Kleinen gehören zu der Gofenstreichmusik, da gehört auch der Albert dazu. Und die Grossen sind die Mädelstreichmusik. Wie lange spielen ihr schon miteinander? Gofenstreichmusik spielt anderthalb Jahre zusammen und die Mädelstreichmusik in dieser Formation ein Jahr. Aber ich glaube, es hat vorher schon mal einen Auftritt gegeben, oder? Ja, die Mädelstreichmusik ist gegründet worden auf dem Empfang des damaligen Bundespräsidenten Kaller vor 2,5 Jahren. Und wie hat dann das Publikum reagiert? Haben sie gesagt, jetzt müssen die Kogenmädchen auch noch den Gigenbock erobern? Nein, im Gegenteil. Die Leute tanzen gehen nach den Gigen der Frauen. Das kann man vorstellen, auch euren ganz bestimmt. Wir hören jetzt ein Stückchen. Wie heisst das Stückchen? Beim Hambischoben. Wer hat euch eigentlich das eingestudiert? Das ist der Horn Sepp. Der Horn Sepp, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der ist in der Volksmusik ein Begriff. Er ist heute unter uns. Er kommt den Blumenstrauß über, weil er nämlich heute genau seinen 67. Geburtstag feiern kann. Damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir schon schier am Schluss angekommen unserer heutigen Gala für Stadt und Land. Die Mädelstreichmusik aus Wiesbaden werden wir nachher nochmals hören bekommen, und zwar mit einem Innenroder Gackerli. Und den Schluss von unserer Übertragung aus Arbon machen die Fahnenschwinger, nämlich die Thurgauische Fahnenschwingervereinigung, die am Alborn begleitet wird von der Kundri und vom Hans Niederhauser. Voran aber habe ich Ihnen eine ganz besondere Delikatesse zu bieten, nämlich eine Neuaufführung, eine Uraufführung. Die Hobbysänger von Appenzell, das Schützenchörli Steh und der Männerchor Alpsteh aus Brüllisau haben alle etwas gemeinsam. Sie werden alle vom Dölf Mettler dirigiert. Der Dölf Mettler ist aber nicht nur Dirigent und ein guter Jodler, sondern er ist auch Komponist. Und er hat speziell für die heutige Sendung sich etwas einfallen lassen. Etwas, das vielleicht ein bisschen erstmalig und doch vertraut ist. Er hat eine Synthese gesucht zwischen dem Naturjodel und zwischen dem alt überlieferten Kuhreihen.
Er hat vielleicht etwas Neues probiert, aber gleich nicht das Traditionelle verlassen. Schwelgen Sie darum jetzt in Jodelharmonie. Yeah.
Sehr verehrte